Mischa, in den Medien nennt man dich oft Lichtkünstler. Wie treffend findest du das? Also ich finde so erstmal als Arbeitsbegriff ist gar nicht schlecht. Dann weiß man ungefähr, in welcher Kategorie das ist. Ist eben nichts, was mit Malerei zu tun hat oder mit Bildhauerei. Aber es trifft es nicht ganz, weil ich benutze das Licht ja konzeptuell. Und deswegen sage ich, glaube ich, ist es am deutlichsten, wenn die Beschreibung eher so Konzeptkünstler ist, der mit Licht auch arbeitet. Weil ich arbeite nicht nur mit Licht. Ich arbeite auch mit Fotografie. Das wird zwar mit Licht gebildet, aber das ist ein anderes Erscheinungsbild. Und ich arbeite eben auch mit Videoprojektion. Und da geht es dann schon auch darum, eben, dass sich Inhalte darüber vermitteln. Also Licht ist schon ein Medium, mit dem ich seit über 40 Jahren arbeite, aber es ist nicht das einzige Medium. Es geht zum Beispiel auch um Kommunikation. In unserer 150-Jahr-Feier widmen wir uns ja vor allem dem Thema Wasser. Das Ganze findet ja auch im Wasserwerk statt, an dem Standort, an dem das erste Kölner Wasserwerk entstanden ist. Wie findet sich das Thema Wasser in deiner Kunst wieder? Also ich glaube, das ist ein ganz besonderer Moment, wenn die Rheinenergie 150 Jahre Versorger, also die Rolle des Versorgers in der Stadtgesellschaft Köln feiert. Und dieser Standort, dieser ursprüngliche Standort war ja mal am Stadtrand. Das ist natürlich durch urbane Entwicklung der letzten 150 Jahre ist das sozusagen in den Speckgürtel des erweiterten Zentrums der Stadt gerückt. Und das ist das eine, was man wissen muss. Und ich glaube, dass Wasserversorgung und Wissensversorgung, Wissenstransfer zwei Modelle sind, die man durchaus miteinander in Beziehung setzen kann. Ich glaube, dass die Stadtentwicklung sehr stark mit dem Wasser, nicht nur das aus der Leitung kommt, sondern tatsächlich das durch die Stadt hindurchfließt, nämlich durch den Rhein, sehr stark gebildet ist und dass dieses Wasser eben ein Kulturfluss ist. Und den werde ich in meiner Arbeit Lost Artifacts und Lost Objects eben thematisieren. Es sind eben Gegenstände, die zum Teil in den Sammlungen der Kölner Museen zu finden sind, aber auch anderswo in Deutschland. Und die Idee dabei ist, dass sie sozusagen in dieser besonderen Form, dass sie vor unserem Auge sich bewegen und an uns scheinbar vorbeifließen, genau an der Stelle, wo das Wasser für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt aufbereitet worden ist, dass es uns nochmal einen Einblick darüber gibt, mit welchen Kulturgütern wir eigentlich natürlicherweise umgeben sind, aber auch was wir tun müssen, damit diese Objekte uns erhalten bleiben und sichtbar bleiben. Zuletzt hast du jetzt unter anderem mit so einer Folie gearbeitet, die Licht auch zurückwirft und Schatten bildet. Welche Materialien verwendest du diesmal? Hier ist das Besondere, dass die Leute jetzt durch das alte Wasserwerk gehen und über ihren Köpfen findet eine 80 Meter lange Projektion statt. Und sie sehen das Wasser über ihrem Kopf fließen und es tropft aber nicht und es wird auch nicht feucht im Raum, sondern es ist natürlich per Videoprojektion gemacht und diese Objekte, von denen ich gerade schon gesprochen habe, die fließen sozusagen durch den Raum hindurch und es entsteht eine neue Beziehung. Da arbeiten wir mit einem Techniker zusammen, Erik Denneburg heißt der Mann und wir machen das schon seit vielen Jahren. Der hat eine Projektionstechnik weiterentwickelt oder ich sage mal raffiniert oder ausformuliert. Wir müssen die Filminformation, die Daten auf insgesamt 65 Projektoren übertragen. Und das geht so, wir benutzen spezielle Objektive, wo die Bilder praktisch übereinander lagern und dadurch entstehen sozusagen, also das wird so gemacht, dass die in der Überlagerung sich gleichzeitig auch ergänzen, sodass wir eigentlich fast das Gefühl haben eines durchgehenden Bildes. Sonst ist das nicht möglich. Also man hat keine Ecken und Kanten. Das muss man mit einem speziellen Projektionstechnik eben ausgleichen. Und so wird auch der Fluss unterstützt. Und natürlich benutze ich kein reales Wasser, also ich habe also kein Wasser gefilmt. Bei mir ist es eben nicht ein gemalter Prozess, sondern ein am Rechner erzeugter Prozess. Man kann tatsächlich die unterschiedlichen Strukturen des Wassers programmieren. Man kann die in verschiedene Geschwindigkeiten, in verschiedene, ich nenne es jetzt mal, polymorphe Formen zerlegen. Und was passiert ist, wenn das Objekt sich durch das Wasser bewegt, wird gleichzeitig auch die Oberfläche des Objektes in dieser gleichen Struktur verändert, sodass wir wirklich das Gefühl haben, das Objekt selber sehen wir von unten in der Wasserstruktur. Und das macht auch den Reiz aus, auch für uns. Und das bedeutet auch, dass wir ungefähr ein halbes Jahr für den Film brauchen, um ihn technisch auch auf dieses Niveau zu bringen, sodass wir ihn dann eben über 65 Projektoren auf die Distanz zeigen können. Was für Objekte sieht man da? Damit ich das richtig sage, habe ich mir das ein bisschen vorbereitet. Also wir sehen zum Beispiel ein Pfeifgefäß, das ist in Jaguarform und das ist aus Südamerika und befindet sich eben im Rotenstrauch Joost Museum, das Museum, was sozusagen die Kulturen der Welt repräsentiert. Und das wurde eben in die Sammlung aufgenommen.
Und es steht im Zusammenhang zum Beispiel eben mit auch einem Gefäß in Form einer Taube, kommt auch eben aus Südamerika. Es wird zusammengebracht mit Porträtköpfen des Augustus, also ein schwarzes Glas mit türkisgrünem Überfang. Das ist frühes erstes Jahrhundert nach Christus. Und das sind zum Teil sehr unterschiedliche Größen. Und ich glaube, was da besonders dran ist, man spürt sofort, dass diese Objekte aufgeladen sind, dass sie sozusagen eine historische Bedeutung haben. Sonst wären sie auch nicht im Museum und würden sozusagen über die Kulturen und Epochen hinweg uns gezeigt werden. Und das Interessante ist, dass ich natürlich auch über die Auseinandersetzung mit der Frage dessen, was eigentlich ihre verlorene Präsenz ist, natürlich, muss man sich vorstellen, ein Objekt wird irgendwann aus dem Kontext isoliert und existiert aus sich heraus und muss sozusagen den ganzen Zeitkontext erzählen. Das ist natürlich eine unglaubliche Aufgabe. Deswegen sagen wir oft, das ist so, steht so pars pro toto. Es steht als Einzelnes für ein großes Ganzes. Und die Aufgabe des Museums ist sozusagen, über narrative Erzählungen diese Kontexte lebendig zu halten. Wir bewegen uns ja da durch den Raum und über uns ist sozusagen diese Projektion. Damit stellst du ja auch so ein bisschen das normale Raumgefüge, das wir so kennen, in Frage. Was reizt dich besonders daran? Das ist natürlich auch die Besonderheit dieses Ortes. Also als der Ort für die Ausstellung geweiht wurde, also dass wir den nutzen könnten als Künstlerinnen und Künstler, war sofort klar, ich würde gerne sozusagen auf 8 Meter Höhe in diesem 16 Meter hohen Raum, gerne auf dieser Gitterrostrampe, die sozusagen auch eine Semitransparenz und auch noch diese Tiefe des Raumes mit thematisiert, würde ich gerne eben diese Leinwand über den Köpfen spannen. Das hatte einfach auch damit zu tun, dass natürlich auch Irritation, also wenn dieses Oben und Unten umgekehrt wird oder in Frage gestellt wird, dass wir viel genauer uns selber wahrnehmen. Also wo bin ich ja eigentlich, wo bewege ich mich, was ist meine ganze Rolle, was ist meine Bedeutung hier in dieser Anordnung, in diesem Spiel. Und ich glaube, dass diese Projektion, also die ist, ich habe das ja schon mal erprobt, in einem etwas kleineren Rahmen und ich muss sagen, das hat schon echt eine eigene zauberhafte Wirkung, weil man eben, man spürt eben, dass man, ich sag mal, eine andere Bedeutung bekommt oder man wird zumindest darauf aufmerksam gemacht. Und das würde ich gerne eben in dieser luftigen Höhe auch in diesem Raum erproben wollen. Für deine Lichtkunstwerke nutzt du ja unter anderem Strom. Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit für dich? Also es sind zwei Punkte, die damit ins Schwingen geraten. Einmal natürlich die Frage, also was braucht es, um ein künstlerisches Projekt voranzutreiben und was sind dafür die notwendigen technischen Voraussetzungen, Apparate und damit auch die energetischen oder Energieressourcen, die benutzt werden. Und die Idee dabei ist natürlich, also nicht so viel Licht wie möglich, sondern so viel Licht wie nötig oder so viel Energie wie nötig eben einzusetzen. Und das ist eigentlich eine Maxime, mit der ich arbeite. Die Kunstwerke, die du so machst, die entstehen hier alle in deinem Atelier in Düsseldorf? Oder ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, das ist so ein kobaltsches Familienunternehmen. Ja, das ist insoweit ist gar nicht so falsch. Also es ist so, dass einer unserer Söhne macht sogar Praktikum jetzt gerade aktuell im Atelier. Mhm. Und beide, also Vincent und Rubens, haben auch schon zum Beispiel für Leverkusen, für das Projekt Leverkusen Transfer in Verbindung zwischen Stadt und Museum haben sie den Film produziert und geschnitten und später haben sie sogar noch einen Auftrag bekommen von einem Sender, das irgendwie zur Verfügung zu stellen. Das haben sie auch musikalisch unterlegt und haben da mit Gimbal und allem möglichen Equipment dann irgendwie eigentlich schon relativ semiprofessionell gearbeitet. Mhm. Meine Frau arbeitet hier mit. Wir sind seit fast 25 Jahren ein Team hier auch im Atelier. Und es ist auch klar, dass solche Projekte gar nicht die Leistung einer einzelnen Person sind. Wir haben noch drei Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter im Team, die also für Organisation, Terminfindung, aber eben auch Animation, zum Beispiel wenn man so ein Projekt vermitteln möchte, muss man eigentlich relativ schnell schon auch zeigen, in welche Richtung das geht. Dazu muss man die technischen Fähigkeiten haben, ein Video zu produzieren oder eben auch eine Simulation von der Raumsituation zu machen und Ähnliches. Ja, das mache ich nicht alleine, aber ich finde meine Ideen nicht nur im Atelier. Ich bin sehr viel unterwegs, auch als Läufer, ehrlich gesagt, und so, dass ich mir auch so ein bisschen die Umwelt sozusagen auch so ein bisschen anders zugänglich mache. Viele Ideen entstehen eigentlich als erste Skizze in der Bewegung und dann werden sie übertragen als eine Zeichnungsskizze oder wird recherchiert und plötzlich kommt irgendwie die Idee, manifestiert sich, dass es ein Projekt werden könnte und am Ende des Tages wird es dann auch gemeinschaftlich realisiert. Aber einer muss sozusagen ein bisschen die Verantwortung übernehmen und das mache ich in den meisten Fällen nach außen. Dann muss ich jetzt noch mal einmal vielen, vielen Dank für das Gespräch sagen. Also, ja, super. Dann wünsche ich euch allen viel Glück für die Ausstellung im Sommer und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, ich freue mich sehr. Ich glaube, das wird richtig gut. Ja. Okay. Danke.